verbringe gerade die ersten Nächte im Van, wollte ich mal ein Video aufnehmen. Aber bevor ich das mache, jede Menge interessante Sachen erlebt. Das ist ein sehr angenehmes Leben, was ich jetzt habe. Bevor ich das mache, wollte ich jetzt mal einen Soundcheck machen. Weil ich jetzt in einer völlig neuen Umgebung bin, mit einer völlig neuen Akustik. Und ich habe auch ein völlig neues Telefon, was ich zum Aufnehmen benutze. Was die Sache auch noch so ein bisschen schwieriger macht, weil da ist nicht das originale Betriebssystem drauf, sondern natürlich ein Custom-ROM. Was ich natürlich nicht mit gerechnet habe, dass dann vielleicht die Kamera und das Kamera-App nicht so gut funktioniert. Aber ist egal, wird schon irgendwie. Ich wollte mal einfach nur jetzt einen Test machen. Und dass ich bei dem Video irgendwie trotzdem was Interessantes reinmache, wollte ich mal dieses Schätzchen zeigen hier. Das ist ein kleiner Laubbläser, der viel stärker ist, als ich dachte, der eben hier in diesem kleinen Van sehr sinnvoll ist. Ich kann den benutzen, um, na so wie, was ich mit einem Besen machen könnte, könnte ich mit dem noch viel besser und ich kann aber auch noch mehr. Also, Akku ist verbunden und jetzt kann ich hier einfach rumpusten. Ich stelle mich mal hinter die Kamera. Also erstmal, ich glaube, so kann ich das mal zeigen. Hängt das denn mit drauf? Nee. So, hier hängt eine kleine, ein Stückchen Hose. Das ist stark genug, um das ganze Ding auszufegen. Also, was ich meistens morgens mache, um den Wagen wieder frisch zu machen, nachdem ich drin gepennt habe, ich mache einfach den hier. Mal ein bisschen runter, dass man... Na, man wird nicht die Staubkörner auf dem Video sehen können, aber die purzen hier überall lang. Und wenn ich jetzt die Tür aufmachen würde, dann wäre noch lauterer Straßenlärm. Ich stehe ja hier an der lauten Straße. Aber... dann könnte ich eben zeigen, wie da die Krümel rausfliegen. Aber jetzt mache ich einfach mal nur so. Ich glaube, das ist besser, wenn ich das einfach mal in die Hand nehme. Das ganze Ding. Ich kann das ja hier abmachen. So vielleicht. Jetzt halte ich dieses Ding. Oh ja. Ich mache hier die First-Person-Pusting, Mann. Was kann ich noch anpusten? Ist ein sehr praktisches Ding und ich glaube auch, das Ding ist auch praktisch so ein kleines bisschen als eine sehr milde Waffe. Also wenn irgendwie ein gemeiner, kleiner, aufdringlicher Hund kommt oder so, oder so ein Hundebesitzer, dann ist das was, was ich auf, auch wenn das natürlich in der Gebrauchsanweisung steht, man soll das nicht machen, aber ich glaube, das ist eine sehr nette, milde Waffe. Ich benutze das auch... Wenn ich hier dieses Ding hier nicht zum Sitzen benutze, sondern ich glaube, jetzt bin ich gar nicht im Dingens drin. So vielleicht? So vielleicht. Wenn ich hier gerade mal einen abgeseilt habe und dann habe ich im Prinzip zwei Optionen. Die eine Option ist, dass ich den kann ich ja mal zeigen, dass ich den hier oben anmache. Hier ist ja ein, ist jetzt zu dunkel, kann man nicht sehen, hier ist ein kleiner drehender Ventilator drin, den kann ich vom Cockpit kann ich den anschalten. Und wenn ich dann jetzt hier eben in so ein Beutelchen reinkacke, dann kann ich, während ich den wegschmeiße, den Beutel, mit dem Kaki und dem Klopapier drin, währenddessen kann ich den Ventilator anlassen. Und wenn ich dann wiederkomme, dann rieche ich fast gar nichts mehr. Das ist die eine Option, die langsame, aber was ich eben machen kann, wenn ich hier schnell Durchzug will, mache ich die Seitentür auf, ich mache die Hintertür auf, ich mache vielleicht vorne die Fenster auf oder auch noch Türen auf und dann puste ich einfach hier rum und dann habe ich einen kompletten Luftaustausch. Was dann noch vor einer Minute irgendwie eklige Kacki-Luft war, die ist dann nicht mehr eklig, weil die ist dann draußen. Also praktische Sache, es ist ein Besen, es ist ein manueller, sofortiger Luftaustauscher, es ist ein
Eine Waffe gegen gemeine kleine Hunde. Insekten könnte ich damit mild wegpusten, weil das kann nicht nur volle Pulle, sondern es hat ja hier so einen ganz, ganz milden Strahl. Mann, ich könnte es auch als richtig harte Waffe benutzen, weil wenn einer kommt und Stress macht, dann greife ich auf den Boden, nehme ein bisschen Sand, hier linke Hand nehme ich Sand, und dann kann ich das so, kann ich das jemandem ins Gesicht sprühen, der mich angreifen will, um diejenigen zu blenden. Oh ja! Kann ich gerade sagen, auf Kung Fu und Karate machen. Na jedenfalls, so wie erstmal zu dem kleinen Testvideo. Ich werde mal mich an den Laptop setzen und gucken, wie es dann am Ende aussieht. Mann, wenn jetzt hier die Qualität von dem Video zu gut ist, das kann natürlich nicht angehen, dann rechne ich das runter auf 480p. Ich glaube, 720p ist eine zu hohe Qualität. Deswegen lieber ein bisschen runter machen.